Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 16. So, letzte Folge haben wir dort in Dalimil alle Quests erledigt und jetzt machen wir uns eigentlich auf zum Drachenfang. Dann müssen wir eigentlich nur noch diese Höhle durch. Und dann sollten wir eigentlich da sein. Denke ich mal. Sind wir Drachenfang? Kupka versteckt sich dort drin. Und wo er ist, werden auch unzählige Wachen sein, alle in Bereitschaft. Du wirst deinen Scharfsinn brauchen, und zwar nicht zu knapp. Sei vorsichtig. Natürlich, Onkel. Bevor du gehst, Clive, ich habe etwas zu beichten. Nach der Katastrophe am Phönixtor und der Krise, die folgte, bin ich geflohen. Ich habe mich in mein Kontor zurückgezogen und die Gunst der neuen Kaiserin gesucht, in der Hoffnung, verschont zu bleiben. Ich habe unser Reich verraten, aus reinem Eigennutz. Wie ein Feigling. Es tut mir leid. Onkel, bitte. Es ist noch Zeit, Clive. Rosaria würde hinter dir stehen. Da sind genug, die helfen würden, es zurückzuerobern. Hätte ich den Mut meines Bruders, hätte ich es versucht. Doch dafür ist es zu spät. Du hingegen... Nein. Vergib mir, aber ich kann nicht. Ich kämpfe für ein anderes Dasein. Für Freiheit, in der man in eigener Verantwortung lebt und stirbt. Ich wuchs in einem Land auf, in dem es Trägern besser ging als anderswo. Erst viel später erkannte ich, das war kein Zufall. Mein Vater war es, der für die Träger gekämpft hat. Du willst, dass ich sein Erbe antrete. Und genau das beabsichtige ich auch. Nicht als Großherzog, sondern indem ich seine Ideale überall verbreite. Jeder Mensch auf der Welt mag mich deshalb als Ketzer verurteilen. Doch ich bin von meinem Weg überzeugt. Ihr ähnelt euch wirklich sehr, weißt du? Danke, Clive, dass du wieder hier bist. Ich bin stolz auf dich, mein Neffe. Nun denn, hier trennen sich unsere Wege. Hoffen wir, dass ich meinen Freund in Kanva überzeugen kann, uns mit seinen Talenten beizustehen. Ich habe nämlich vor, mich eines Platzes in deiner fröhlichen Bande als würdig zu erweisen. Bis dann, mein Junge. Bis dann. Gute Reise, Onkel. Dir auch, Neffe. Wir haben uns noch viel zu erzählen, du und ich. Bei unserem nächsten Treffen erzählst du mir bitte von all deinen Abenteuern, die du hinter dir hast. Und du natürlich auch, Torgal. Jetzt bist du an der Reihe, Kupka.
So, weiter geht's zum Drachenfang. Anders als die übrigen Mutterkristalle, die in den Himmel über Valisthea ragen, liegt Drachenfang tief in der Geode eines Bergmassivs verborgen. Ja, das ist mir aufgefallen. Tun Sie noch weh! Was hat dieses Drecksschwein mir angetan? Scheiße! Aus meinem Blickfeld! Ich töte dich, Rossfield! Ich packe dein Herz! Und reiß es raus bei lebendigem Leib! Bitte, Hugo, der Tisch wird dir nichts mehr zuleide tun. Er wollte mich demütigen! Mich! Hättest du nicht gestört, wäre er tot! Denkst du etwa wirklich, dass du diesen Kampf noch gewonnen hättest? Titan hätte ihn zermalmt! Und wie hätte er das geschafft, ohne seinen Kopf? Klappe! Du warst nicht stark genug. Und du nennst dich einen Dominus. Jedenfalls bislang. Dein Maul werde ich stopfen. Siehst du, Hugo, du bist schwach. Doch solange dieses Feuer noch in dir brennt, ist nichts verloren. Soll ich dir verraten, wie du dich an ihm rächen kannst? Sag's mir, was muss ich tun? Bitte, ich tu alles, alles. Sag's mir. Der Kern. Was ist damit? Des Mutterkristalls Kern. Die geballte Konzentration von Äther darin ist allgewaltig. Vielleicht liegt darin der Schlüssel. Natürlich würde der Kristall seinen Segen keinem gewöhnlichen Mann gewähren. Doch du bist auch kein gewöhnlicher Mann, oder? Rossfield hat deine Macht geraubt, aber anderen ist dies auch widerfahren. Und dennoch haben sie die Kraft gefunden, ihre Esper zu beschwören. Wie Benedicta Harmon. Auch sie trank vom Äther und erlangte Macht jenseits menschlicher Grenzen. Sie hat... Benedicta. Ich tue es, meine Liebe. Ich räche dich. Geradeaus, Hugo. Du brauchst nur dem Licht zu folgen. Mythos ist hier? Sehr wohl, wie ihr befehlt. Ab hier werde ich alles übernehmen.
Haben die Valuta sie hergebracht? Unter Tage. Ja, Orks sind hier und anscheinend Ultimas Schergen auch. Bei diesem einen... Kämpfen die Orks jetzt für die Valuta-Armee? Wie ist denn das passiert? Typen, der bei Kupka ist. Die haben wir schnell weg. So, das war's. Aushalten tun sie nicht viel. Viecher sind ja widerlich. Ja, da ist nicht viel übrig geblieben. Immer nur ein paar Orks. Ist schon ein bisschen wenig. So, quetschen wir uns mal hier durch. Bleiben sollen. So, das Ding ist tot. Jetzt, Torgal! Der auch. Ja. Falsch.
noch irgendwo einer? Gut. Alles erledigt. Dann mal weiter. Ah. Gunst des Blitzes, Kugelblitz. Hier kommen wir nicht weiter. Oh, da ist eine Tür. Treppen. Hoffentlich finde ich heraus. So, und da wartet auch schon jemand. Oder auch nicht. Oh mein Gott. Das ist ein Berg von einem Ork. Wie ist der bloß reingekommen? Sie gehören dir! Daneben! Ein Fort mit dir. Jetzt, Torgal! Blitz erschlagen. So, und 3 Meteorsteine. So, wo muss ich denn eigentlich lang? Dadurch, okay. Was gibt's denn hier noch? Vielleicht irgendwo eine Kiste? 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 Nee, anscheinend keine Kiste. Nee. Schade. Ja, Torgal, ich komme hier schon. Komm, Torgal. Kupka macht keine halben Sachen. Als ob ein eigener Mutterkristall nicht genug wäre. Er musste sich auch ein Schloss reinbauen. Okay. Total übertrieben. So, und wer erwartet uns jetzt hier? Und die Prüfung beginnt. Oh,
Fußtor rein. Rimus. Schon wieder. Sie gehören dir. Sind Titanfähigkeiten stark. Gut, der wäre erledigt. Gunst des Blitzes, Gewitter. Wir werden erwartet. Das also ist die Macht von Mythos. Ja, schon wieder sehr die Orks. Viel Matsch. Ah. Ich wusste, hier gibt's doch irgendwo Kisten. Okay, ich glaube, das war's. Gut, dann gehen wir mal da hoch. So, da war eine Kiste, die wollte ich nicht haben. Gut, gegenüber ist wahrscheinlich ähnlich. Ja, zumindest liegt da irgendwas. Stahlseide. Wahrscheinlich sind die unter, also hinter uns, ja. Courage. Einige Gegner benutzen die Fertigkeit Courage, um die Angriffskraft eines Verbündeten zu erhöhen. Achte auf das Schwertsymbol und erledige solche Gegner schnell, um keinen zusätzlichen Schaden zu kassieren. Ja,
Gut, alles erledigt. Hier ist keine Kiste zu finden. Dann mal da weiter. Erst Orks, dann diese Albträume. Steckst du dahinter, Ultima? Du bist ja ein nerviges Vieh. Scheiß Vieh. Ach, da bin ich hergekommen, oder? Ja. So, was gibt's hier? Nichts. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen... Zack. Speichern das Ganze und gucken dann, was sich hinter dieser Tür befindet in der nächsten Folge nach. Gut, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zusehen und dann geht's hier in der nächsten Folge direkt weiter. Bis dann, Leute. Ciao. Komm zu mir, Ifrit!